Ah, ich bin halt. Ich hätte da nicht springen dürfen. Alter. Bin zu früh gesprungen. Ich wollte nur schauen, ob wir dadurch jetzt wirklich Fähigkeitenpunkte rausspammen können. Ich glaube nicht dran. Jetzt ist es weg. Wir haben es geschafft. Okay, ich verstehe. Wir können ihn wiederholen, aber wir kriegen dafür nichts dazu. Dann macht es gemacht. Gut. Gut, dann halt dahin. Gut, da geht's gerade nicht weiter, verstehe. Und nur checken, ob es hier noch was gibt. Scheint aber nicht so. Dann geht's jetzt hoch. Wir haben 2 Fähigkeitenpunkte. Was kaufen wir uns davon? Aktuell gibt es nichts, wofür wir 3 bräuchten, glaube ich. Fähigkeiten. Gut, dann macht irgendwas Lustiges. Den Schub könnten wir verstärken. 2 und F um einen weiten Bereich, dass mehrere Gegner ins Wanken geraten. Paradeschub ist natürlich auch nicht schlecht. Wir können unsere maximale Macht erhöhen. Aufteilen ist Deflektieren. Okay, das ist schon ganz schön mörderisch. Braucht einen Punkt. Wie sieht's mit 2 Schwertern aus? Neben dem... Jetzt dieses Freigeben. Lass F genau dann los, wenn der Gegner trifft, um einen noch vernichteren Vollangriff durchzuführen und nahe Gegner ins Wanken zu bringen. Mächtig. Das an sich ist auch schon sehr stark. Okay, wisst ihr was? Wir nehmen das Aufteilen und Deflektieren. Oder? Hat das Doppellichtschwert auch sowas? Mehrfache Reflexion. Oh. Also ja, das hat es. Nur noch besser. 2 Fähigkeiten. Wie sieht es mit einfachem Lichtschwert aus? Das kann auch die zweifache Reflexion machen. Sprintattacke. Nutzt Macht. Oh, die ganzen Sachen hier sind ganz schön toll. Wir können auch mal ganz kurz schauen, weil wir gar nicht gelevelt haben. Hier, das hier. Verwirrung könnte verstärken. Macht das.
verlängert die Zeit. Aber größere Verwirrung sorgt dafür, dass wir größere Leute hier anverwirren können, nicht wahr? Nein, wir können zwei Leute verwirren. Okay, passt auf. Wir verbessern unsere Verwirrung mal. Wir benutzen die zu selten. Nein, nicht R, sondern Enter. So, verlängert die Zeit und der Gegner sich natürlich angreifen. Und wir sorgen dafür, dass wir zwei Leute verwirren können. So, halte Control und drücke Z, nachdem wir uns verwirrt haben, um einen weiteren Gegner zu verwirren. Verwirrungsmeisterschaft. Verwirre auch noch die resistenteren humanoiden Gegner mit Erfolg. Verwirre erfolgreich andernfalls resistente humanoide Gegner. Okay, wir müssen also dann zuerst mal den hier kriegen, damit wir den hier kriegen können. Umgeleitete Stärke. Halte drei und drücke Control, während du einen mit Magnet gezogenen Gegner hältst, um ihn zu zwingen, seine Waffe abzufeuern. Funktioniert nur bei Humanoiden. Oh Gott, das ist böse. Merken wir uns das. Auf jeden Fall verwirren wir jetzt mehr Gegner. Meint, es funktioniert auch mit unserem weiten Freund, dem B2-Druiden? Wahrscheinlich nicht. Wir zählen wahrscheinlich nicht als Humanoide. Hallo. Aua. Setz ihn her. In meinem Visier. Mist, falsche Taste gedrückt. Das Ziel hat eine robuste Verteidigung. Aus dem Weg. Wir haben eine Kiste hier. Die kannst du öffnen, oder? Hacken. Taktisch. Ah, wir haben die Farben für die taktische Hose gekriegt. Nett. So, meint ihr wirklich, kriegt uns hier auf die Art und Weise dran. Wir können es kurz regenerieren gehen und dann wieder weitergehen. Kann so. Losgehen. Ich muss zugeben, ich mag den Zwei-Schwert-Stil sehr gerne, weil wir in der Lage sind, aus einem Angriff in eine Parade überzugehen. Nun gut. Genau, das ist der Macht anfällig. Jetzt, weißt du was? Töte mich einfach. Das lief sowieso nicht gut. Den haben wir verdient. Den machen wir neu. Ich möchte dem... Wir können kurz mal beim kleinen Triceratops ein bisschen was einlernen auch. Den müssen wir schieben, wenn er sich... wenn er so wankt, den nehme ich an. Nein, lass das. Aua. Mir bitte.
Ich verkacke immer auf die 2 zu drücken. Ja, da habe ich... ich habe die ganze Zeit versucht, auf die 2 zu drücken, aber stattdessen habe ich immer eine andere Taste gedrückt. Alles in der Welt. Rast mein Handy einfach komplett aus. Halt nicht dahin. So, hallo. Nur gleich nochmal. Also, zuallererst. Hier. Alles tut uns richtig hart weh. Ich versuche halt gestern ein bisschen mit dem zu spielen. Ich versuche seine Angriffsmuster vernünftig einzulernen und so. Wir haben ja schon einen von denen platt gemacht. Die sind eigentlich kein Problem. Und wenn wir Doppellichtschwert angehen würden, wäre er wahrscheinlich schon längst tot. Aber es geht ein bisschen das Einlernen, das Verstehen. Also, direkt wieder ran. Wichtig ist natürlich erst einmal, dass wir ihm den Effekt abnehmen, dass er so aussieht. So, damit ich ihn ein bisschen auseinanderhalten kann. So. So war, wie ich es eigentlich haben wollte. Warum liegt hier ein Stormtrooper-Kopf? Okay. Das führt irgendwo hin. Entsprechend will ich da erstmal hin. Joinks. Priority überall. Ich bin sicher, Leute haben sich sehr viel Mühe gegeben, diese Steine zusammenzustellen. So. Hallo? Gib mir Leben. Ich will leben. Gesundheitsessenz. Ja. Oh ja, das ist schon sehr gut. Du dürfen sogar die Aussicht erstmal genießen. Eine schöne Aussicht. Okay, gut, wir sind noch dran gekommen. Hey, gib das mal her. Schlecht. Ups. Und darüber kommen wir dahin, wo wir hin müssen. Was? Oh. Nein. Hallo. Du bist erledigt. Ja, lass es mal sein. Uns viel Nahkampf B1 vorzusetzen, ist sowieso nicht nett. Hat die Kiste. Taktisch.
Sekunde. Hemd. Aber wir haben noch keine Farben dafür, also bleiben wir erstmal so, wie wir sind. Was haben wir hier? Ah, Priorit. Wer Priorit? Wie viel kriegen wir wohl bei Doma dafür? Bestimmt eine Frisur. Oder eine Hose. Die imperiale Patrouille müsste jede Minute hier vorbeikommen. Was? Je früher, desto besser. Was, wenn sie das Gerät gefunden haben, das Ray besucht? Dann töten wir sie und nehmen es uns. Plausibler Plan. Machen wir mal kurz die Abkürzung hier auf. Guten Tag. Na, tanzen wir. Ich werde noch nicht sterben. Dafür lebe ich. Abgeblockt. Kein Rückgrat. Wird Zeit, dich zu erledigen. Da konnte ich kurz nicht so richtig sehen, weil ich Gras im Gesicht hatte. Er wiederum hat einen Lichtschwert im Auge und kann dementsprechend auch nicht so gut sehen. Versuchen. Untersuchen. Wo ist der Untersuchen-Knopf jetzt hin? Ja. Ja. Das ist öffnen. Ich habe aber untersuchen geschaut. Worauf will er, dass wir gucken beim Untersuchen? Wo war der Untersuchungspixel? Da, der Kollege hier. Die Raiders halten das Imperium auf Trab. Wenigstens dazu sind sie zu gebrauchen. Wenigstens dazu. Na gut, öffnen wir. Es geht los. Bevor es losgeht, mache ich jetzt mal das Licht an. So, erreichen wir die Waldanlage wohl. Sieht schön hier aus. Was meint ihr? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gemüse uns wieder essen möchte? Die Anlage müsste hier irgendwo sein. Vorwärts geht's nur mitten durch. Hast du das auch gesehen, BD? Wir sind hier nicht allein. Offensichtlich nicht. Warte mal, warum braucht man einen Schlüssel für das Tor? Man kann sich einfach per Luft da reinsetzen. Also ist das nicht der Punkt, wofür der Schlüssel gebraucht wurde? Halt still, BD. Mal sehen, was ich tun kann. Ah. Verstehe, wir müssen die Blockade da auflösen. Dodo! Wir können hier Säulen zum Einsturz bringen. Mal schauen, wie schrecklich das nach hinten losgeht. Ah, nee, das hat ein. Das genau, die soll, die wir zum Einschuss gebracht haben,
Hat nicht die ganze Decke hier runterkommen lassen, wie ich befürchtet hatte. Sie hat einfach nur das hier geschaffen. Aktivieren? Ah, nee. Okay, das. Und jetzt ist mein Reich weiter. Weiter geht's, BD. Versuchen wir es nochmal. Abkürzung freigeschaltet. Wunderbar. Dodo! Einige dieser Steinsäulen sind locker. Basaltsäulen. Große Säulen aus brüchigem, schwerem Fels bevölkern den Basaltwald. Seismische Aktivitäten tief unter der Planetenkruste entwurzeln diese Steinbäume, wodurch die Strukturen in ausgewachsener Form ausbrechen. Der Stein wächst nicht mehr weiter, aber seine poröse Oberfläche bildet einen Nährboden für einfache organische Lebensformen. Wissenschaftler bezeichnen diese Strukturen als Steinwächter. Was? Ich nehme an, wir können hier nicht hochlaufen, weil es zu rutschig ist, nicht wahr? Ja. Okay, gut. Ich hatte mich schon gewarnt, warum die Wand hier so geriffelt war. Ich möchte nur sicher gehen, dass ich hier nichts übersehe hinter uns. Allen Anschein nach tun wir das allerdings nicht. Dementsprechend. Nein! Das war unelegant, hat aber letzten Endes funktioniert. Die Sache ist, hier ist nicht vorbei. Okay, und was gibt's hier? Ah, da. Toller Fund. Pyrit. Was denkst du, ist das für eine Anlage, Kumpel? Centauri Cree sagt, sie enthält den Schlüssel nach Tenalor. Sie scheint das auch zu denken. Wir finden es heraus. Imperium. Hat dich lange gedauert, bis die hier auftauchen nicht, würden. Dass sie uns gesehen haben. Gehen wir. Okay. Erstmal überall umsehen. Können wir die Aussicht genießen? Ich glaube, da hinten sehen wir den Tempel schon. Da unten scheint es erstmal nirgendwo hinzugehen. Also, weiter geht's. Ich habe gestern ein Auge drauf geworfen, ob man von da unten irgendwo hinklettern könnte. Wisst ihr was? Ich glaube, das kann man. Seht ihr das richtig? Tim mir sieht, dass ich das nicht tue. Nein, tat ich nicht. War nur ein komischer Schatten im Felsen. Erstmal regenerieren. Der Basaltgraben. Meditationspunkt. Wird Zeit aufzubrechen. Die Raiders mögen die Imperialen auch nicht. Okay, das ist interessant. Der hat ein Schild. Starker Schild. Können Druiden verwirren? Nein. Vorrücken. Das ist wichtig. Eröffne Feuer.
Okay, hier hinten können wir nicht hin. Ihr habt hier hart zu arbeiten, nicht wahr? Kann ich helfen? Oh nein, du hast so einen Angriff. Verstehe. Ah, wir können den Schild. Sekunde. BD1. Wir können den Schild einfach wegnehmen. Moment. Wenn sie ihre Schlagschlagung pariert, sind sie angreifbar. Ihre Schilde können mit Machtmagie weggezogen werden. Schildtruppler werden überall eingesetzt, wo das Imperium Aufstände niederschlagen muss. Sie sind mit Schlagstöcken und schweren Schilden ausgestattet und nur wenige Aufständische können ihre Verteidigung durchdringen oder mit ihren brutalen Schlägen standhalten. Moment. Können wir einfach deren Schilde vor uns hertragen und damit feindliche Blasterschüsse abwehren? Das wäre schon echt lustig. Sie müssen diese Landekapsel von dem Lucre-Hulk abgeschossen haben. Revierkämpfe. Eine Transportkapsel von einem Kampfschiff der Lucre-Klasse, die während der Klonkriege Kampfdruiden und andere Separatisten-Streitkräfte auf das Schlachtfeld beförderte. Zielkoordinaten gewährleisten in der Regel eine sichere Landung, aber diese Kapsel wurde nach einem Override ungezielt irgendwo in den Basaltgraben gestartet. Da geht's tief runter. Das führt irgendwo Spezifisches hin. Okay, das sieht hier sehr besorgniserregend aus. Wir können von hier nichts machen, das heißt wahrscheinlich ist das später eine Abkürzung. Also müssen wir hier offensichtlich lang. Hops. Lass uns diese Eimerköpfe überraschen. Schau gerade. Na dann. Gegner nähert sich, das wirst du bereuen. Aua! Im Namen des Imperiums! Überleg's dir nochmal. Mich alle so an. Behalt den mal. Tschüss! Oh! Keine Arme, keine Kekse! Ein Echo. Hier wurden Generationen von jungen Rockers aufgezogen. Und dann kam das Imperium, hat alles erschossen und zertrampelt, was im Weg stand. Da unten geht's dahin. Gleiche Geschichte, anderer Planet. Rockers sind aggressive kriegerische Kreaturen, vor allem bei der Verteidigung ihrer Nester. Diese Waldvariante brütet ihre Eier ein Dutzend Kobo-Mondzyklen aus, jedes Mitglied verteidigt das Gelege wie sein eigenes. Diese Eiergeneration hat die unwirtlichen Bedingungen des Planeten allerdings nicht überlebt. Hallo Kiste. Jäger. Sucht er vergeblich nach Jagdwild? Ah, ich sehe, der hat so Zahnsachen dran. So. Okay.
Die Leute, die ihre Schilde für uns mitbringen, sind natürlich sehr freundlich. Hier nehmen wir die weg und schmeißen die einfach auf andere. Da ist er schon wieder! Was? Ich sehe gar nichts. Ich schwöre, ich habe was vorbeifliegen sehen. Du hast Erscheinungen. Wir haben hier einen Eindringling. Das nimmt kein gutes Ende. Tschüss! Nein, hoffentlich gewinne ich! Bestimmt! Es ist immer gut, Hoffnung zu haben. Auch wenn sie enttäuscht werden. Besonders, wenn sie enttäuscht werden.